auf jeden Fall und mit Sicherheit viele tolle Gewinner und es sind ja einige hier, die gestern auch schon hier waren und ich kann Ihnen versprechen, es wird genauso toll wie gestern, eine Show, fast wie im Fernsehen und ich garantiere Ihnen, Sie werden mit Sicherheit um 16 Uhr sagen, das hat sich ausgezahlt, heute hier herzukommen ins Einkaufszentrum Simmering. Ich bedanke mich gleich mal mit einem tollen Applaus an unser Tanzteam. Verehrte Damen und Herren, und wie gestern, so auch heute ist sie wieder hier und sie gehört zu unseren Shows dazu, wie das Salz in der Suppe. Hier ist sie, direkt vom ORF und heute ist sie noch beim Millionenrat, aber jetzt ist sie hier auf unserer Bühne, unsere Agnes Pscheidl. Jetzt haben mich gestern viele Leute angesprochen und wollten einfach ein bisschen mehr von der Agnes wissen. Wir werden sie heute zufriedenstellen, wir werden mehr von der Agnes erfahren. Agnes, was mir gestern aufgefallen ist, viele wollten wissen, wie jung du bist. Soll ich das wirklich verraten? Frag mal, vielleicht sind die von gestern da, Hände einmal rauf. Wer aller möchte mal wissen eigentlich, wie die Dame aussieht, beziehungsweise wie alt sie ist, die eigentlich immer dafür zuständig ist, ob wir Millionäre werden oder nicht. Sie wissen das. Der Griff in die Glückstrommel. Ah, also da gibt es ja doch eine. Also, verrate es uns. Ich würde sagen, wir lassen einmal wen schätzen. Hm? Das finde ich eine ganz tolle Idee. Also dann gehen wir mal so ein bisschen nach vor zum Publikum. Sie haben so tatkräftig aufgezeigt. Was schätzen denn? Wie alt ist die Agnes? 19 Jahre. 19 Jahre, ja. 24 ist die Quote hier. 20, also wir haben 19, 20, 24, 18, 6, das stimmt nicht, 23. Gut, jetzt haben wir ja doch so 25, da ist die letzte Quote. Also wir beginnen mit 19 und gehen bis 25. Agnes, ich möchte es noch nicht verraten, da haben wir einen feschen Herrn in Grün da hinten. Vielleicht gibt er auch noch eine Quote ab. Nicht davonlaufen, bei den Zetteln, die man immer in die Autos finden, sind da relativ schnell. Also einfach eine Quote. Wie alt ist unsere Agnes Pscheidl aus dem Millionenrad? 25, seine Quote. Also wir sind gespannt. Wie alt ist Agnes Pscheidl, unser Original Millionenrad-Girl? Also 24 war schon ganz gut. 24 ist richtig. 24 ist richtig. Hände rauf. Wer hat 24 gesagt? Sie haben 24 gesagt, somit hat er einen Spitzenapplaus verdient und darf sich einen Bier hinten kaufen. Mit einem Spitzenapplaus. Jawohl. So, verehrte Damen und Herren, dann darf ich Ihnen jetzt einmal gleich vorweg so ein bisschen die Show erklären, was heute hier stattfinden wird. Die von gestern wissen ja ganz genau, was hier passiert ist. Hier war gestern eben das Millionenrad, eines der Original-Millionenräder, die eben auch im Fernsehen präsent sind. Doch heute haben wir hier, wer kennt dieses Spiel? Müssen eigentlich alle kennen. Ich drehe es einmal so ein bisschen nach vor. Sie haben mit Sicherheit alle, mit Garantie alle schon mal mitgespielt quasi. Sie kennen es nicht? Genau. Mehr oder weniger vom Millionenrad. Ein Originalteil der Original-Millionenrad-Show sehen Sie hier. Und genau das spielen wir heute auch durch. Hier kommen dann die Karten. Und wer weiß, wie dieses Spiel denn funktioniert? Sagen Sie es einmal. Weniger, mehr. Genau, Sie müssen schätzen, zwischen 1 und 15, ja, wir haben hier dann 5 Karten liegen und wir öffnen dann auch immer mit einer Farbe, Sie können auswählen zwischen Rot, Gelb oder Grün, ja, und anhand dessen, welche Karte dann zuerst hier eingesteckt wird, müssen Sie einfach schätzen, mehr oder weniger. Eine ganz simple Sache im Prinzip, das spielen wir dann durch und wenn Sie das geschafft haben, dann geht es weiter, nämlich zu diesem Rad. Und das kennen Sie mit Sicherheit auch. Das ist nämlich ebenfalls aus dem Millionenrad heute hierher gekommen. Das Telefonrad seinerzeit. Für uns ist es heute hier im Einkaufszentrum Simmering das Glücksrad. Und warum ist es das? Weil wir wunderbar tolle Preise haben. Ich sage es gleich einmal so vorweg. Wir haben Sportsexperts, Sportkappen, Tennisbälle, einen Gutschein im Werte von 100 Schilling, T-Shirts,
Paperbox, Dekoräpfel, PGS Videothek, Videofilm, all das, all die Firmen, 75 Firmen, die hier vertreten sind im Einkaufszentrum Simmering. Von dort gibt es heute ganz, ganz tolle Preise. Also ich denke, es zahlt sich aus, hier zu bleiben. Doch, eines kann natürlich passieren bei mehr oder weniger. Denn wenn Sie falsch liegen, dann könnte es sein, dass Sie einfach ausscheiden. Doch wir haben uns gedacht, hier im Einkaufszentrum Simmering sind eigentlich sehr glückliche Menschen, die machen überall mit, das haben wir auch gestern gesehen. Und sollten Sie, das haben wir uns wirklich so zur Aufgabe gemacht, Sie glücklich zu machen, wenn Sie ausscheiden sollten bei der dritten Karte, dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass Sie bis zum Telefonrad durchkommen, und zwar bei unserem Star-Treff. Agnes, ich darf dich bitten, vielleicht einmal einen so einen Star herauszuholen. Ja, da zeige ich Ihnen jetzt, was Sie machen müssen, damit Sie gleich einmal geistig darauf vorbereitet sind, wie Sie denn eventuell doch zu den Preisen kommen. Wer erkennt denn den Künstler da oben? Wer ist es? Wer? Udo Jürgens. Udo Jürgens, genau. Und wenn Sie das schon mal geschafft haben, den Künstler zu erraten, ja, wobei ihr wisst es wahrscheinlich, dann ist schon mal die erste Stufe geschafft. Doch, weiter kommt er erst, wenn ihr ein Lied des jeweiligen Künstlers anstimmt. Was könnte das dann zum Beispiel sein? Mit 66 fängt das Leben an. Kommen Sie mal rauf, Sie haben das so schnell gesagt. Kommen Sie zu mir. Mit 66, na gut, ich soll ja eigentlich nicht. So, dann müssen Sie, wenn Sie hier bei mehr oder weniger ausscheiden, so ein bisschen das Lied anstimmen. Schaffen Sie das jetzt einmal. Wir probieren es gemeinsam, okay? Mit 66 Jahren, erst fängt das Leben an. Moment, Moment, so geht das nicht. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass Sie nervös sind. Geben Sie mal ruhig die Hand. Hui, Sie schwitzen ja. Also, schaffen wir das gemeinsam. Ja, Sie kennen alle, mit 66 Jahren, da ist man noch. Wir singen ja nicht die Bundeshymne. Da kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist. So, jetzt gehen wir ein bisschen nach vor. Wir halten dann einfach das Mikro da ins Publikum. Also, wir probieren es noch einmal. Mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an. Gut, wenn das Mikro nicht da ist, traut sich alle singen. Gut, wie heißen Sie? Gerti. Gerti, ich denke, Sie sind, weil Sie mein erster Kandidat, Sie müssen nicht mal mehr oder weniger spielen. Gerti, Sie kommen gleich zum Telefonrad. Alles klar, mit einem Spitzenapplaus, unser erster Kandidat hier auf unserer Showbühne, würde Rudi Carell zumindest sagen. Bitte schön, ich darf Sie gleich hierher bitten, und Sie wissen, vom Fernsehen einfach hier hineingreifen. Und schon geht's los! Das Glücksrad! Na, da haben wir heute, glaube ich, die Bremsen vergessen. Ja, noch dreht es sich, aber ich denke, jetzt sollte es eigentlich schon schön langsam Schluss sein. Wo bleibt es stehen? Die Farbe, man kann es erkennen. Jawohl, es bleibt stehen bei Hobby Turek. Moment, das ist jetzt verkehrt. Wir nehmen es einfach herunter. Lesen Sie es selber vor. Hobby Truhe. Mineral. Einen Mineralstein hat sie gewonnen. Herzlichste Gratulation. Bitte schön. Und hier ist er auch schon. Mit einem schönen Applaus wird sie verabschiedet. Unser erster Kandidat hier auf unserer Showbühne. Doch nun, verehrte Damen und Herren, das war jetzt nur mal so ein Vorgeschmack, was alles auf Sie zukommen wird. Denn was mit Sicherheit heute noch hier für Furore sorgen wird, ist ja eine Gruppe, die Sie mit Sicherheit auch alle kennen, wenn Sie zumindest Radio Niederösterreich hören. Da sind Sie ganz, ganz große Topstars, nämlich die Red Devils mit der Angie. Die kommen heute noch her und werden für ganz, ganz tolle Stimmung sorgen. Doch, was gibt es zusätzlich? Diejenigen von gestern wissen es wahrscheinlich ganz genau und haben aufgepasst. Es gibt heute wieder die Zeitreisen-Modenschau. Eine Premiere, die es hier im Einkaufszentrum Simmering gestern zum ersten Mal gegeben hat. Und heute sind sie wieder hier. Die ganzen Models, die quasi die Zeitreise nur so hinaufsausen. Auch wir beginnen bei der Steinzeit, gehen dann weiter zur Ritterzeit und so weiter und landen dann bei der Topmode des Einkaufszentrums Simmering. Und nun seien Sie bitte alle gespannt und begrüßen Sie alle mitsamt nun die Models der Zeitreisen-Modenschau hier im Einkaufszentrum Simmering. Alexander Rüdiger! Oh yeah! Oh yeah!
Hinsicht. Eine tolle Präsentation und das geht natürlich nur mit einem Spitzenteam. Und das hat sich heute hier versammelt im Einkaufszentrum Simmering. Verehrte Damen und Herren, ich habe es Ihnen schon angekündigt, was nun musikalisch auf Sie zukommt. Nahezu ausschließlich lauter Nummer 1 Hits. Und da werden wir dann auch noch einen Hitparadenstürmer hören. Doch dazu noch vielleicht ein bisschen mehr dazu im nächsten Block. Jetzt lassen wir mal eine wirklich grandiose Stimme hier auf der Bühne mal verhallen. Und ich bin überzeugt, Sie werden begeistert sein und Sie womöglich dann gar nicht mehr von der Bühne lassen. Doch wir wollen natürlich dann auch ein bisschen doch die Mode hier im Einkaufszentrum Simmering präsentieren. Doch jetzt kommt sie mit ihrer Gruppe, den Red Devils. Red Devils und Angie Mitchell. Mon amour! Grandios, wirklich schön gemacht. Also daran erkennt man wirklich, das ist eine tatsächlich ausgebildete Stimme. Und was die Angie alles drauf hat, davon werden wir hoffentlich heute noch wesentlich mehr hören. Auf jeden Fall mal herzlichen Dank mit einem spitzen Superapplaus für Angie von den Red Devils. So, verehrte Damen und Herren, jetzt muss ich ein bisschen mit Ihnen sprechen, denn das, was Sie hier an Applaus herauf auf die Bühne schicken, für den Schweiß, den wir hier aufgebracht haben, um das Ihnen zu präsentieren, ist Mitleid. Und jetzt muss ich mir auch einmal da jemanden heraufholen. Wenn Sie so nett wären, kommen Sie einmal zu mir. Ja? Wir werden das jetzt nämlich proben. So wie es im Fernsehen einfach üblich ist, da gibt es auch ein Warm-up. Sie sind der Herr? Frank. Der Herr Frank. Frank, haben Sie irgendwie ein ausgefallenes Hobby? Ich weiß nicht, Kochen, Mist raustragen oder so? Ein Hobby schon, wie man kochen. Kochen? Sind Sie ein guter Koch oder? Naja, da muss man andere Frage. Muss ich, ist er ein guter Koch? Nein, Sie haben gesagt, dass Sie mir machen, eine Frage. Ich glaube, wo ist sie? Mein Freundschaft und dann. Wie heißen Sie im gesamten Namen? Frank Franz. Frank Franz. Das ist ein seltsamer Name. Aber mir gefällt er. Frank Franz. Ich werde jetzt den Frank Franz ankündigen, wie es einem gebürtigen Hausmann und Kochexperten gebührt. Und Sie geben ihm dann dementsprechend einen Applaus. Und ich hoffe, dass dieser Applaus dann auch beibehalten wird für alle Künstler, die heute hier noch auftreten. Machen wir uns das so aus? Ja? Gut. Also, meine Damen und Herren, Voltissimo, Fulminante, tutto il mondo, plentissimo, neopoltissimo, fantastico, sensazione, soleggiato, primo tipo, der ideale Hausmann, Frank, zum Kochen und zum Lieben. Aber jetzt einen ordentlichen Applaus. Ja? Und im Fernsehen reißt man die Hände in die Höhe. Jawohl, genau. So ist es. Und wieder den anderen. Ja? Und noch einmal den anderen. Super, das ist eine Choreografie. Sie sollten Fernsehstar werden. Fernsehkoch. Noch nicht. Noch nicht. Na, vielleicht morgen. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Wir haben jetzt einmal den Applaus durchgenommen. Der passt jetzt. Dankeschön für den Starauftritt. Frank, unser Spitzenkoch, wird begleitet von der Bühne mit einem Applaus. So, verehrte Damen und Herren, und was nun auf Sie zukommt, ist vom Genre jetzt, vom Stil, etwas anderes, als wir bis dato eigentlich hatten. Nun kommen wir nämlich so ein bisschen in die volkstümliche Richtung hinein. Und da habe ich mir gedacht, nicht nur, dass ich hier durchs Programm führe, so werde ich Ihnen auch ein klein wenig etwas mitbringen. Und zwar habe ich Ihnen den Guasbock mitgebracht. Da müssen Sie jetzt nur aufmerksam zuhören. Der Bichelbauer Feldner Ein hat sich einmal im Dörfe drei, weil der Gwin die Kosten heiligt, bei einer Tombola beteiligt. Da hat für ihn die Glücksung geschunen, er hat einen großen Guasbock gewonnen. Den treibt er heim, da schreit sie alte, was bringst denn heut daher? Immer Guas, ein Gute! Ein Guasbock schreit der Bichelbauer, den hab ich gewonnen. Oh, da schlauer Fanze, Weibchen an zum Träumen. Was blöder sitzt nicht wieder, Kinder? Wohin denn mit dem Teichelsvieh? Ist ja kein Blut, ich bitte dich. Da sagt der Bichelbauer, voller Ruhe, im Schlafzimmer haben wir ja Blut noch nur. Du spinnst schon und ich brauch's dir Weibe. Mein Gott, bist du ein Riesenkeibe. Im Schlafzimmer, da macht's mich krank. Das geht ja nicht, den ganzen Gestank. Oh, Alte, sagt der Bichelbauer, das ist kein Grund zur Trauer. Ich mag mich von dem Viech nicht trennen. Und an den Gestank wird sich der Bock schon gewähnen. Das war der Guasbock hier im Einkaufszentrum Simmering. So, werte Damen und Herren, und das ist eigentlich auch der beste Übergang zu dem Block, der jetzt kommt. Nämlich, jetzt haben wir wirklich das volkstümliche Pur hier auf der Bühne, nämlich einen Original. Hören Sie jetzt genau zu, was jetzt auf Sie zukommt.
den Original Bumsfiden Storscheißer von den Red Devils. Ich glaube, du musst noch mal raufkommen, da ist so viel Applaus für dich, den musst du noch mal mitnehmen. Komm, Kokola, noch ein schöner Spitzenapplaus für Fritz von Bessin. Fritzl, sag, Dankeschön. Du bist ja wirklich Niederösterreicher, gell? Ah ja, ein Waschechter. Servus! Was will ich? Hab ich das falsche Bier erwischt? Nein, wir machen uns was aus, du zahlst mir gleich eins, ja? Das finde ich eine gute Idee. Das macht sich allein nicht aus. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die tolle Unterstützung von Ihnen, verehrte Damen und Herren. Es hat wirklich Spaß gemacht, jetzt diesen Vlog für Sie hier zu gestalten. Und verehrte Damen und Herren, wir sind noch lange nicht am Ende. In ungefähr 20 Minuten geht es hier auch schon wieder weiter. Ebenfalls wieder mit den Red Devils. Und weniger Lärm, aber auf jeden Fall kommt dann die Topmode hier aus dem Einkaufszentrum Simmering. Und ich kann Ihnen nur raten, bleiben Sie da, verbringen Sie den ganzen Nachmittag hier. Es zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Auf jeden Fall bedanke ich mich vorweg schon einmal für Ihre gute Unterstützung. Das war Ihr Alexander Rüdiger.